Wer kennt sie nicht? Die Geschichten von des Kaisers neuen Kleidern, Pipi Langstrumpf oder der kleinen Raupe Nimmersatt. Der Geburtstag des Kinderbuchautoren Hans Christian Andersen, der heute vor 208 Jahren das Licht der Welt erblickte, ist Anlass für den Weltkinder- und Jugendbuchtag. Seither hat sich viel geändert. Früher gab es keine Kinderbücher. Also wenn wir vor 150 Jahren davon ausgehen, gab es eben nur einen reduzierten nur eine reduzierte Menge an Büchern und oft waren es belehrende Bücher. Es ging nicht darum, dass die Kinder Spaß haben sollen, Fantasie entwickeln sollen, sondern es waren für Jungs eher, damit sie starke Erwachsene werden, starke Jungen werden und Mädchen sollten eher die Frauenrolle übernehmen. Doch das ist heute anders. Figuren wie Pippi Langstrumpf lassen die Kinder ihre Fantasie ausleben und Persönlichkeit entwickeln. Kinder werden größer und brauchen Identitäten, an denen sie sich messen können, mit denen sie arbeiten können. Und es ist immer schön, wenn sie in einem Buch eine Projektionsfläche haben, sich mit den Charakteren, mit den Figuren identifizieren können, in die Rollen reinschlüpfen können, sozusagen die Figuren fremd verstehen können, damit sie ihr eigenes Leben auch besser verarbeiten können und mit dieser Fantasie auch spielen können. Deshalb ist die Gute-Nacht-Geschichte immer noch ein beliebtes Mittel, um seine Kinder ins süße Reich der Träume zu wiegen und ganz nebenbei auch noch die Lust am Lesen zu wecken. Und das hat mir eben Spaß gemacht und deswegen lese ich jetzt gerne Bücher. Also die sind spannend und da kann man auch in seine eigene Welt und in die Fantasie und die sind halt auch toll. Auch bei den mittlerweile Ausgewachsenen ist die Erinnerung an ihre erste Lektüre noch lange nicht verblasst. Ich habe früher im Kindergarten vorgelesen. Wir malen uns alle mal mit Farbe an, dann haben wir uns auch in den Regen gestellt. So wie diese Schweinchen hier. Ja, bei uns hat das aber noch ein bisschen länger gehalten. Petersen und Findus. Doch, das haben wir immer. Auch, dann gab es ja auch Theaterstücke und so, das haben wir auch alles angeguckt. Ja, Pippi Langstrumpf habe ich gerne gelesen. War eines meiner ersten dicken Bücher, die ich so gelesen hatte. Und Astrid Lindgren war auch mein großes Vorbild. Ich wollte dann auch Kinderbuchautorin werden. So wird mit bunten Bildern und lustigen Geschichten schon früh das Interesse an Büchern geweckt, das dann hoffentlich bis ins hohe Alter anhält.